Und da sage ich herzlich willkommen zurück. Was? Story-Einsatz, Flug nach Osten. Wir uns einfach mal aufhalten. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Diese G28C-Optik ist ja wirklich der letzte Scheiß, scheinbar. T5X. Du siehst halt, du kannst halt nicht genau erkennen. Ich würde ja sagen, dass die Tactical in Guani, dass das die beste, also mit dem weitesten Zoom ist. Die ist halt in Guani. Guani ist halt hier der brutalste fucking Ort. Mit der höchsten Stufe. Das heißt, da müssen wir. Okay. Da fliegen wir jetzt mal hin. Das sind von hier aus, ich kann es gar nicht sehen. Wo ist es denn? Wo ist denn die Markierung? Das sind 16,9 Kilometer. In die Richtung. Ach scheiße, auf der Straße. Willst du mich ja verarschen? Geiles Gebiet. Bin ja gespannt, was es hier alles zu erkunden gibt. Aber wie weit man halt auch gucken kann, ist ja shit. Ob es hier sowas wie einen Staudamm gibt, ist das da vorne nicht ein Staudamm? Das ist ein Steinbruch. Wir dürfen halt nicht zu hoch fliegen für die Flugabwehr, sonst, ne? Ey, Gringo. Und ich kann halt auch nicht zu lange Gas geben. Sonst gehen wir zu krass nach unten. Das ist ein Staudamm, Tatsache. Wo man den sprengen kann. Bei Just Cause würde es gehen. Bukhara, ein abgelegener Provinz, in der Santa Blanca Graben mal errichten. Jemand das Forest Park Spiel gesehen? Psst, lalalala, hört sofort auf. Was zum Teufel? Ich schwöre, wenn eins von euch Arschlöchern was verrät, ist seit 2 Wochen bekannt. Ich weiß, das Internet ist elend langsam hier. Ich lade das Spiel seit Tagen runter, also nichts verraten. Kein Problem, du hast eh nichts verpasst. Sie haben mit 30 Punkten verloren. Wie bitte? Er verarscht dich, die haben mit 12 gewonnen. Aufhören, bitte. Tut mir leid, eigentlich waren es 17. Oh Gott. Da unten ist ein Konvoi. Hast du nicht abgesagt? Leckt mich doch. Jetzt sind wir in Montauk. Das ist Montauk. Gleich, also jetzt sind wir gleich über die Grenze. Oh, der Zug ist eigentlich schon auf der Grenze. Ja genau, Montauk. Eine hochgelegene Region, die Ausbildungslager des Kartells verwendet. Problem ist die Flugabwehrstellung, das weiß ich. Vielleicht schaffen wir es durch. Gucken. Das ist der große Salzsee, wo die Flamingos sind, was ich erzählt hatte, als ich das Unboxing gemacht habe, wer es gesehen hat. Wenn nicht, müsste das natürlich jetzt nachholen. Ja, selbstverständlich. Da hinten ist eine Flugabwehr... Ne, warte mal, wo ist denn die Flugabwehrstellung? Auch da ist eigentlich eine Flugabwehrstellung. Und wir fliegen, glaube ich, genau über eine drüber. Das heißt, wenn es gleich piept, dann kommen wir die Manöver des Todes. Oh shit. Boah, Alter. Da war näher, wie ich dachte. Ja, ist nicht so schlimm, wir fliegen halt ein bisschen flacher. Tiefer. Hier war ich halt noch nicht.
Das ist aus wie ein Gefängnis. Stellt von hier oben wie hingewichst aus. Zivilaktivitäten, eine der ärmsten Provinzen Boliviens. Hauptstadt der Provinz und größter Guano-Markt. Das ist keine. Das ist kein Schnee, das ist Salz. Das ist ein riesiger Salzsee. Guanim, der größte Salzsee der Welt. Okay. Kennt den wer? Ich nicht. Da ist genau ein Lieutenant auf der Markierung. Bowman, hier Nomad. Wir sind in der Provinz Kuani. Haben Sie was für uns? Kuani ist Dreh- und Angelpunkt für die Schmuggeloperationen des Kartells. Wir sprechen hier über ein Netzwerk aus Flugzeugen, Zügen und Trucks, die bis zu 30 Tonnen Pulver über die Grenze bringen. Das Netzwerk geht auf einen Amerikaner namens Boston Reed zurück. Reed ist seit Jahren Bush-Pilot für Nidia Flores und El Boquita und hat sich irgendwann bis ins Management hochgearbeitet. Wie schnappen wir Reed? Ah, das wird heikel. Reed ist verdammt vorsichtig. Die meiste Zeit bleibt er in Deckung und arbeitet über Mittelsmänner. Sein psychologisches Profil beschreibt ihn als paranoid, aber da steckt sicher mehr dahinter. Wie jetzt? Sonderbare Geldüberweisungen, Nachrichtenverkehr mit Unbekannten jenseits der Grenze, Flüge, die nicht zu den Kartelllieferungen passen. Reed befördert mehr als nur Pulver. Und will nicht, dass Fuenya davon weiß. Wir erhalten seit einiger Zeit Berichte über Kartellaktivitäten am Zugfriedhof. Versuchen Sie, etwas herauszufinden. Nomad, ich habe gerade Boston Reed CIA-Profilvideo hochgeladen. Das sollte bei der Jagd hier in Kuani helfen. Das ist ein Traum. Jetzt kann ich schon meine fucking Drohnen nicht benutzen. Auch wenn Mama und Papa Reed den kleinen Boyer mit Apfelmus und den Red Sox aufgezogen haben, hat Boyer Boston Reed seit dem Abschluss der Highschool alles getan, um das saubere Image seiner Jugend abzulegen. Auf der Suche nach Abenteuern verließ er seine Heimatstadt Lexington und wurde Bush-Pilot in Südamerika. Seine Krankenakte erzählte Geschichte von Gonorrhoe, Hepatitis C und Herpes. Als Pilot war er ein paar Jahre tatsächlich clean, aber eines schönen Tages traf er auf El Boquita. Praktisch über Nacht flog Reed Santa Blancas Cooks nach Georgia, Florida und in die Carolinas. Mit dem Drogenschmuggel kam das Geld und Reed gibt es gern aus. Er ist dicke mit Boquita, der ihm aufgrund seines Akzents den Spitznamen Boston verpasste. Aber Achtung, Reed spielt mit harten Bandagen, erst recht im Job. Außerhalb von Kuani koordiniert er nun Santa Blancas gesamten Luftschmuggel. Er nutzt immer andere Pisten und seine eigenen Leute wissen oft nicht, wo sie gerade sind. Bei der Arbeit kann man Boston Reed unmöglich aufspüren. Aber Sie werden ihn finden. Ich muss ja sagen, ich finde diese Einführungsvideos echt schon ziemlich sick. Ich kann übrigens schon mal meine fucking Drohne nicht benutzen. Wieso kann ich denn jetzt die Drohne schon mal nicht benutzen? Ne, ist wieder der Controller ein, das ne. Warum geht denn die Drohne nicht? Weil er speichert. Dann speichere ich schneller. Der Speicher gehört, deswegen kann ich die Drohne nicht benutzen. Jetzt. Doch nicht. Oh, das ist ein fucking Konvoi.
Das ist doch kacke, wieso kann ich hier die Drohne nicht benutzen? Wo ist denn hier bitte schön noch ein Typ? Ah. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Da ist ein Tango, Zivilisten aber auch. Gegner getroffen. Alles gut, alles gut. Kann man mal sagen, wieso ich meine Drohne nicht benutzen kann? Hier ist ein Sicario, neben der Kippe. Das hat mir ja schlecht, ne? Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Jetzt kann ich sie nutzen. Fuck. Markieren Hauptmann. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hola, amigo. Irgendwas über das Kartell gehört? Gracias. Viel Glück. Ernsthaft, das war ein freundlicher Typ, Anno. Das ist ja nicht das, was ich jetzt wollte. Mehr ist hier auch nicht, hier sind keine Informationsquellen oder so. Scheiße. Tango getötet. Locker bleiben, alles ist gut. Natürlich ist alles gut, wir sind Profis. Nichts anderes von uns erwartet. Ist dieses Heimliche halt auch genau mein Spielstil. Also dieses taktische. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Warum haben die überhaupt Orden? Das ist ja meine Frage. Hier zum Beispiel, hier guck mal, hier ist so ein Blackhawk, ne, Verschnitt. Oh, der ist sogar bewaffnet. Den nehme ich doch gerne. Gut, alles grün für uns. Ich mach das, ich fliege. Ich fliege übrigens extra gerade sehr niedrig und langsam. Da kann ich selbst mit diesen beliebten Familien ausgebeutet. Die Frage, kann man irgendwo Informationen abstauben? Wir brauchen Informationen. In so einem Tiefflug kannst du halt echt was bewirken. Das ist nur eine Kingslayer-Datei. Nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, aber okay. Die können wir uns trotzdem holen, warte mal. Ah, ein bisschen zurück, leicht Gas, nicht so stark. Und noch ein Stück. Alles klar, absetzen. Ah, scheiße, hier ist der Untergrund auch noch ein bisschen uneben. Alles klar. Salzträne des Riesen. Ne, der Riesen. Okay. Eine Legende. Ich weiß übrigens nicht genau, was es mit diesen Legenden auf sich hat. Zeig mir mal, was können wir denn upgraden? Splittergranaten-Upgrade. Mehr. Nee.
Körper, Trupp. Truppwiderstand. Ausgebildete Rebellen. Nee. Munitionskapazität, Waffen. Drohne. Höhere Reichweite. Mehr Batterie. Wir können eigentlich beides machen. Alles klar. Wir können auch noch diese Nachtsicht machen. Die hat in der Beta nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die funktioniert in der Beta leider nicht, die Nachtsicht. So, jetzt gucken wir mal hier drüben. Guani ist also auf Schmuggel spezialisiert. Ja, in so einem Salzsee kannst du ja überall landen, das ist ja das Gute. Wir haben halt den Vorteil, dass wir halt auch bewaffnet sind. Was ist das denn hier für ein Ort? Gibt es auf jeden Fall im Dingspunkt. Rebellenunterschlupf Mina de. De Sal. Wahrscheinlich irgendwas mit Salz. Hier ist noch meine Kingslayer-Datei. Oh, hier oben ist ein gepanzertes Auto. Die Kingslayer-Datei würde ich gerne mitnehmen und den Erfahrungspunkt. Ja. Klopf, klopf. Ich finde es aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass wir uns hier so ein bisschen umsehen, weil ich halt unbedingt diese Ausrüstung haben will. Weil dann. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung oder von der Air Force oder so. Alter. Ach, Junge. Bis ein Fertigkeitspunkt. Fertigkeitsmenü. So, hier ist noch eine Kingslayer-Datei. Die haben wir uns auch noch. Hier ist ein Heli reingeklatscht. Ah, ne, ein Flugzeug. Ja, da oben drauf ist wahrscheinlich die Piste. Wir haben halt hier zu jeder Seite Miniguns und der hat in dieser Version hier keine Raketen, aber den gibt es auch noch mit Raketen an den Ausläufern. Geil, das aussieht, ey, ohne Witz. So ein Salzsee, schon fett. Ja, da gibt's viele Fallen. Und hier ist auch noch Unidad. Gibt's hier irgendwie ein. Vorposten. Da ist ein Informationslager. Bereit, Feuer frei. Schieße! Roger! Kein Unidateli, ohne Witz.
Ernsthaft? Oh. Fucking Minigun da oben. Das ist ja ein Traum. Danach habe ich gesucht. Wunderbar. Neun Waffen. Ach du Scheiße. Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Tango ist tot. Natürlich haben wir jetzt Unidad-Patrouillenlevel. Natürlich. Das dürfen wir auf keinen Fall steigern. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay. Wir müssen ein bisschen verbogen bleiben. Tango getötet. Hier ist eine Waffenkiste. Sammeln, Leute. Alles klar. Vielleicht ist das sogar die Waffen, also das, was wir wollen. Geil, das kann ich gebrauchen. Ein Schrotgewehrmagazin. Aber auch nicht schlecht. Auch ganz geil, tatsächlich. Wir müssen halt Unidad loswerden. Unidad ist halt richtig räudig. So, wir wollen ja das Zielfernrohr. Also halt, ne. Ne, Vierfach-Zieloptik wollen wir nicht. Eine mächtige Präzisionsschützen-Zieloptik. Das klingt doch genau dem, was wir wollen. Nur mal gucken, was es hier noch so gibt. Okay. Interessant. Wie soll das Mark 14? So, dahin ist das, was wir wollen. Das ist ein ganzes Stück. Alles klar. Wunderbar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss.